dreimal ausverkauft. Das ganze Wochenende feiert der DJ Bobo im Europapark Rust Weltpremiere von seiner Kaleido Luna Tour. Und beweist, 27 Jahre nach seiner ersten Tournee weiss er immer noch, wie man eine richtige Show abzieht. Raphael Reichlin war bei der Premiere gestern Abend dabei. Somebody dance with me! Ein Traum wurde wahr und die Menschen haben dazu getanzt. Auf der Tanzfläche, in allen Diskotheken der Welt. Ja! In der grossen Arena, gerade beim Haupteingang des Europapark, war schon vor dem Konzert viel los. Unter den Besuchern waren auch ziemlich viele Schweizer Fans. Ja. Er kommt aus unserer Gegend und ich wollte ihn gerne wieder mal sehen. Und hier im Park ist sowieso ein ganz lässiger Ort für so etwas. Wir verbringen das Wochenende hier. Wir sind sonst ab und zu im Europapark. Und ich bin im Nachbardorf aufgewachsen von René Baume bzw. DJ Bobo. Und von dem her siehst du eine gewisse Verbundenheit hier. Ich habe vor 35 Jahren ihn kennengelernt, bei Platten auflegen, bei uns im Pfarrhauskeller, Pfarrau. Und darum hat es mich hierher gezogen, weil er ist gleich alt wie ich. Ich gehe seit Jahren an DJ Bobo Konzert und jetzt das vierte Mal nach Deutschland. Was mir da am besten gefällt. Ah, cool! Ja. Schweizerdeutsch reden. Seit Jahren macht DJ Bobo seine grosse Tourpremiere im Europapark. Warum nicht in der Schweiz? Gut, wir haben keinen Europapark in der Schweiz. So einfach. Der Europapark bietet uns Möglichkeiten. Die Halle ist mit dem Europapark sogar zusammen entstanden. Wir haben ihnen können beraten beistehen und das ist super gewesen. Also das ist eine Freundschaft mit der Familie und mit dem Europapark. Und dass beide so wachsen oder so, ist natürlich für uns auch super. Und jetzt macht der Park noch extra zwei Tage auf, nur wegen uns. Also viel mehr Ehre kann ich gar nicht mehr haben. Der DJ Bobo ist bekannt für seine extravaganten Shows. Mit Feuerwerk, Drohnen, Lichtshows und vielen Tanzeinlagen. Und das mal sogar mit einer fast senkrechten Bühne. Warum muss es immer so extrem sein? Ich bin halt so. Also es hat nichts, es ist noch lustig. Viele denken, man muss das. Aber für uns ist das Teil von uns. Also wir machen das nicht unbedingt für den März, sondern weil es für uns die Zeit hinter der Kulisse ist genauso spannend wie die auf der Bühne. Das Entwickeln, das Probieren. Und wenn dann auch die Flying Robots noch richtig fliegen, wird das schon gut. Auch wenn noch nicht ganz alles perfekt war, der fulminante Tourneestart ist glückt. In der Schweiz gibt der DJ Bobo dann im Mai und Juni zwei Konzerte. In Zürich und in Bern.